Ich kriege fit alle. Schon krass, dass die alle eine Einstoppstrategie fahren. Shit. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Seid hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen harten Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden reif. Letzte Rundenzeit. Dabei 1,42,2. Nähern uns dem Postenstockfenster. Du wirst mit Medium weiterfahren. Sola. Ja, das ist Verstappen auf harten Reifen mit Problemen. Lang drücken will ich das also auch runter. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Sie fahren mit alten harten Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Es scheint, Sie haben ein Problem. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 43,5. Du hast einen Vorteil von 1,2 Sekunden pro Runde. Okay, jetzt muss man ja irgendwie mal außen. Was ist denn jetzt mit meinem Heckflügel los? Warum ist der orange? Jetzt ruhig.
Ich bin zu schnell immer für die Kurve. Na komm! Gucken, ob das was wird. Los! Schneller, schneller, schneller! Da kommt schon der ganze Pulk schon wieder. Ich weiß nicht, ob die nochmal stoppen. Ich habe Angst, dass das die falsche Strategie war. Ach du Heiland. Die schicken mich raus. Ich muss ganz nah am Feld rauskommen. Ganz nah, ganz nah, ganz nah. Gas, Gas, Gas. Shit. Sind wir mal nicht ganz als letzter rausgekommen. Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Ich weiß halt nicht, ob die echt nochmal boxen oder nicht. Ja, es funktioniert wieder. Keinen Platz in. Sehr schön. Noch einer. Das Ganze ohne ERS.
Weber. Bisschen weit nach außen gekommen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Ich habe noch 8 Runden, um die aufzuholen, die nicht nochmal boxen sollten. Da wollte ich zu viel, da wollte ich eindeutig zu viel. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Dani liegt vor dir. Sie fahren mit 9 Armen Reifen. Ihre Reifen sind 6 von 3. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,1. Okay. Der wird auf Hard zu Ende fahren. Der ist halt Medium Hard gefahren. Ich glaube, wie viele andere auch, also er kämpft auch um Punkte. Also die drei von mir muss ich auf jeden Fall noch kriegen. So, Teamkollegen schon mal überholt. Ich muss nochmal meine Bremse verstellen in Formel 1. Oh ne, mit auf 100%.
Oh! Was ist denn da passiert? Nein, das war's. Shit. Aber die müssen gleich für das DRS. Shit. Perez, Mann, dich muss ich noch kriegen. Für Punkte. Deswegen machen wir ja so eine viele Stopp-Strategie. Zu weit rausgekommen. Mist! Come on, streng dich doch mal an! Den Abstand reduzieren. Ich muss ich schon viel, viel früher fett schalten. Ich brauche das jetzt einmal, um gut ranzukommen.
Es war ein Gang zu niedrig. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, ich weiß. Ja, komm schon. Den Renault werden wir da wohl noch kriegen. Da muss ich nochmal echt. Okay, daher. Oh, viel schlechter rausgekommen diesmal. Das ist schlecht. Ein bisschen rutschig hier. Wir schließen zum Vordermann auf. Passt aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,6 Sekunden. Wie hat der denn da reingestochen, ey? Meint ihr, wir kriegen Erbe noch? In zwei, nicht mal 2,5 Runden. Okay, Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Schön, dass das mich genau jetzt verlässt. Fahrer vor mir. Erbe liegt vor dir. Sie fahren mit alten Hafenreifen. Ihre Reifen sind 18 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,8. Wir holen pro Runde etwa 9/10 auf. Weiter so. 9/10. Das ist bei der letzten Rundenanzahl, die wir hier noch fahren, sehr schlecht. Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,3 Sekunden.
Ja, mit dieser wundervollen Kurvenleistung wird das auch nicht gerade weniger werden. Also ich sehe da vorne zwei Fahrer, zwei Dings. Und da hängt noch McLaren als bei Albon rum. Feins. Okay, geh sanft durch den Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ärgerlich, dass ich die da beiden vorne nicht mehr kriegen werde. So zwei Runden mehr. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Naja, Platz 8 ist doch ganz in Ordnung. 7 hätte ich mir noch gern geholt, aber wie gesagt, Top 10 ist das Ziel. Das war eine fantastische Fahrt. Ja. Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Ja, war klar. In einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer Mercedes, wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Boah. Kommen wir noch zu unserem. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages. Aber die Leistung war ja an sich nicht schlecht. Nun zu ein paar Fragen. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Sie haben den Spitzenplatz verloren. Hoffen Sie, ihn schnell zurückzuerlangen? Danke für den Kommentar. Ja, was soll ich da sonst kommentieren? Ganz ehrlich, ich habe Schwierigkeit hochgestellt. Mit dem Wagen bisher nicht auch 100% vorne fähig mitzufahren, denke ich. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Da rein.